meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank erstmal, dass ich bei deiner Pizzawoche mitmachen durfte. Heute sind wir bei einem Herrn, der hier für uns Lahmacun vorbereiten wird. Und zwar wollte ich einfach wissen, wie das denn wirklich geht, bevor ich nach Hause fahre und das nachher zu Hause selber mache. Und es sieht schon mal fantastisch aus. Und ich will einfach nur wissen, was die Püfnok da sozusagen ist. Und ich hoffe, er kann mir ein bisschen helfen. Er sagt, man soll das Nudelholz so halten und nicht mit dem Daumen runter, wie wir das meistens machen, sondern Daumen hoch. Okay, das ist schon mal Daumen hoch. Ein guter Tipp. Und hier haben wir jetzt ein bisschen Teig. Also hin und zurück wieder. Hin und zurück, ja. Okay. Kenarları mı? Şöyle 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 yaydırar. Öyle mi? Çok süper oldu. Er sagt, es ist gut geworden. Also gar nicht mal so schlecht dafür, dass ich Anfänger bin. Also es ist wirklich wie Matsch. Ah ja, okay. Ihr seht, beim Meister geht das natürlich alles sehr, sehr einfach. Ich versuche das natürlich jetzt zu Hause auch so umzusetzen mit dieser Technik sozusagen. Ich hoffe, das klappt alles zu Hause. Wir warten jetzt auf unsere Lahmacun. Almanya'daki Türk vatandaşlarına hepsine tek tek selam söylüyorum. Herkesine burada el sağlıyorum ben. Und so sieht mein Lahmacun aus, was jetzt im Endeffekt fertig ist. Und der Meister hat gesagt, es ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. So wieder zu Hause angekommen. Danke natürlich an das Tadok-Team. Und ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt zuallererst den Teig. So, ich habe jetzt hier ein bisschen Weizenmehl. Ich habe das eben gerade schon mal mit dem falschen Mehl gemacht, die Blödi. So, und dort kommt jetzt eine Prise Salz hinein. Also das, da kann ich euch jetzt auch kein genaues Rezept geben, weil das müsst ihr jetzt einfach nach Gefühl machen. Ich glaube, ich habe jetzt hier circa 200 bis 250 Gramm Mehl. Und gesalzen haben wir das und dann kommt jetzt hier so ein bisschen Wasser hinein und dann einfach kneten, bis ihr nachher einen schönen runden Teig habt. So ihr Lieben, das ist Teig Nummer 1, den wir vorbereitet haben und ihr seht auch, das ist ein relativ fester Teig und so sollte auch sein. Also der sollte jetzt nicht kein Frauenbusen sein wie bei dem Hefeteig. Das lasse ich auch noch ein bisschen weiter ruhen, aber ich möchte euch halt noch eine zweite Variante von dem Teig zeigen. Ich mache hier noch jetzt einen Hefeteig. So, bevor ich überhaupt mit dem Mehl anfange, nehme ich jetzt hier einfach ein Glas mit ein bisschen lauwarmem Wasser. Dann gebe ich hierzu ein Viertel Hefe. Und dort gebe ich auch nochmal einen Esslöffel Zucker hinein und löse das Ganze dann sozusagen hier auf. Und ich habe auch lauwarmes Wasser genommen und darauf solltet ihr achten, dass das nicht zu heiß ist. Also das sind jetzt bei mir circa 40 Grad. So, in meine Schüssel gebe ich jetzt so circa 5 Gläser Wasser. Wir messen das ja immer mit Gläsern, also so ein Glas. Esslöffel Salz hinein. So, die Hefe hat sich, glaube ich, ganz gut aktiviert und die geben wir jetzt hier, nee, ich fülle das Ganze jetzt einmal mit Wasser auf, weil da kommen nämlich 2 Gläser Wasser mit hinein, also 1. Und das sollte dann natürlich auch lauwarm sein. Ich fange jetzt schon mal langsam an zu mischen, einfach so mit den Fingern. So, und dann irgendwann werdet ihr merken, ist nicht mehr. Dann könnt ihr noch ein bisschen mehr hinzugeben. Und das müsst ihr jetzt einfach mal nach Gefühl machen. Da kommt auch noch ein bisschen Olivenöl hinein. Der Teig ist definitiv noch zu weich, das sieht man einfach auch. Den knete ich jetzt noch mal ein bisschen mehr.
und gib dann nach und nach ein bisschen Mehl hinein. Leg den jetzt für eine halbe Stunde an einen warmen Ort. So, das sind unsere Zutaten für die Füllung. Das hat eine ganz besondere Zubereitungsart, deswegen jetzt nicht denken, okay, einfach alles zusammenmixen. Also wir brauchen Hackfleisch, am besten fettiges Hackfleisch. Ich habe hier natürlich Rinderhackfleisch. Dann habe ich hier 3 Zwiebeln. Nein, wir haben 4 Knoblauchzehen. Eigentlich 5 kleine Tomaten, aber ich habe jetzt hier 2 mittlere und eine große, deswegen nehme ich die. Tomatenmark, 2 Gewürze, einmal rote Blattpaprika und einmal Kreuzkümmel, Pfeffer und Salz, eingelegte rote Paprika, die kriegt ihr übrigens auch beim Türken, ein bisschen Petersilie, eigentlich einen halben Bund und ich gehe jetzt rüber zum Thermomix. Jetzt können wir auch den Ofen vorheizen und zwar auf allerhöchste Stufe. Die haben in dem Ofen eine Temperatur von 350 Grad. Deswegen auf höchste Stufe Ober- und Unterhitze schon mal vorheizen. So, das könnt ihr auch manuell machen, aber ich gebe jetzt hier einmal die Petersilie. Die gebe ich jetzt hier hinein und einmal Deckel drauf. Perfekt. Darauf achten bitte nicht die Stiele mit. Ich habe nur die Blätter abgezogen. So, hier gebe ich jetzt meine 4 Knoblauchzehen hinein. Und ich gebe auch die Zwiebeln hinein. Die schneide ich allerdings einmal hier kurz durch. So, wieder Deckel drauf und dann höchste Stufe. Also das soll so eine Art wie eine Suppe werden, hat er gesagt. Und das machen wir jetzt. Perfekt, das nehmen wir jetzt einmal raus. Der Clou soll sein, das Ganze einmal hier in ein Sieb reinzugeben. Das dann einmal sozusagen durchzuwaschen. Damit das dem Ganzen die Schärfe nimmt. Ah, meine Augen. So, ich zerkleinere gerade hier mal so ein bisschen die Tomaten. Dasselbe, was wir mit den Zwiebeln gemacht haben, machen wir jetzt auch mit den Tomaten. Hier, perfekt. Könnt ihr einfach hinzugeben, weil wir wollen ja keine Lahmacun mit Kerne essen. Okay, und wieder zum Thermomix. So, selbe Spiel wie mit den Zwiebeln. Ich wasche das kurz und gebe das dann zum Hackfleisch hinzu. Bisschen Tomatenmark hier reingeben. So, warum habe ich das mit den Tomaten so gemacht? Weil wir ja nachher keine Pampe auf dem Teig haben wollen, sondern feste Tomatenstückchen und nicht Tomatenwasser. Und jetzt würzen wir das Ganze mit Salz, unseren Kreuzkümmel und unsere Blattpaprika. Doch, Pfeffer habe ich vergessen. Ich habe hier auch noch ein bisschen Paprikamark. Ich habe mir überlegt, das gebe ich da jetzt auch noch mit hinein. Das ist auch ein bisschen scharf. So. So, ich nehme jetzt erstmal hier den Hefeteig einmal raus. Und das Ganze müssen wir jetzt natürlich noch einmal durchkneten, weil damit die Gase entweichen sozusagen. So, das ist schon fast zu groß, aber dass ich das gleich zusammenziehen werde, habe ich es ein bisschen größer gemacht. Und jetzt kommt die Masse da drauf. Ne? Auch bis zu den Rändern hinarbeiten, auch wenn es jetzt hier überlappt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der braucht, aber ich denke mal so 10 Minuten und dann holen wir den gleich raus. Und man sieht natürlich, dass er auch viel zu groß ist. Aber ja, der geht auf jeden Fall etwas besser zum Ausrollen. Aber ich habe den kurz aus Versehen zu lange draußen gelassen, deswegen ist es ein bisschen angetrocknet. Supi, dann warten wir jetzt noch auf den anderen und dann machen wir gleich die Probierstunde! Probierstunde! Und ich bin schon sehr gespannt, wie das schmeckt. Perfekt. Der Boden. Krass. Gut, ihr könnt hier jetzt Tomaten, Zwiebeln wieder reingeben und dann könnt ihr das Ganze, wenn es nicht zu lang gebackt, ich hatte es wahrscheinlich eine Minute zu lang drin, dann könnt ihr das sozusagen so einrollen. Das kann ich jetzt nicht, ich hatte es zu lange drin. Hey, Udo, da bitte, biraz getirebilir misin? So, die andere ist auch aus dem Ofen. Die hat so Luftblasen auf dem Teig bekommen. Ich hatte sie leider auch zu lange drin. Ich merke ehrlich gesagt jetzt keinen Unterschied zu dem anderen Teig. Also könnt ihr beide machen, je nachdem, wie ihr Lust und Laune habt. Am Ende erfahrt ihr nochmal, wer bei der Pizzawoche alles mitgemacht habt und was für schöne Pizzarezepte es gibt. Vergesst natürlich nicht das Ganze, wenn ihr es nachmachen solltet, mit dem Hashtag Backenkochen auf Instagram zu posten. Ich freue mich immer, wenn ich das sehe. Ich like auch sehr gerne. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen lahmacunigen Tag. Tschüss. Also irgendwas stimmt mit meinem Mann nicht. Der hat mir einen Schokoriegel mitgebracht. Das macht er sonst nicht. Ich glaube, der hat irgendwie schlechtes Gewissen oder so. Muss ich mir Sorgen machen?